Für mich persönlich ist das eine sehr positive Entwicklung. Also es gibt eine Weiterentwicklung von dem ganzen Gebiet im Shoppingzentrum. Es gibt vor allem eine Auflösung von den Parkplätzen. Wenn man da jetzt umschaut, wir hocken da mitten in Parkplätze rein. Das gibt nachher alles Grünraum, Freiräume, respektive Bewohnungen oder Häuser. Also da, wo wir jetzt hocken, steht dann irgendein Hochhaus. Also in Zukunft werden wir nicht mehr da können hocken. Und jetzt mit dieser ganzen Entwicklung gibt es wieder eine Öffnung. Es gibt eine bessere Durchwägung. Man erreicht die angrenzenden Gebiete besser und man erreicht das Shoppingcenter besser aus dem Dorf raus. Das ist ganz wichtig in dem Projekt, dass man Personen hat, die daran glauben, die sich auch gegenseitig vertrauen bis zu einem gewissen Punkt. Und das findet nur statt, indem man sich kennenlernt und offen aufeinander zugeht. So entsteht eine Kultur, eine Diskussionskultur und auch eine Vertrauenskultur. Und die hat sich über Jahre manifestiert. Und die hat natürlich geholfen, dass man auch in so ein Projekt einsteigt. Spreitenbach ist sehr offen für Neuzuzüger. Wir haben mehrere Feste und Anlässe, wo die Neuzuzüger sehr, sehr willkommen sind, weil sie geschätzt sind, wenn die Leute kommen. Wenn jemand auf Spreitenbach zügelt und Spreitenbach nicht nur als Wohn- und Schlafstandort anschaut, sondern als Lebensmittelpunkt und sich Spreitenbach will engagieren, sei es im Verein, sei es öffentlichen Anlässe, ist er herzlich willkommen und wird da sehr gut aufgenommen. Der partizipative Ansatz, den wir jetzt gewählt haben für die Entwicklung, der ist extrem wichtig und den müssen wir einfach gehen. Es macht auch extrem Spass, weil man hat eine Interaktion mit der Bevölkerung und findet dann auch heraus, wer welche Meinung hat. Das ist wichtig, dass die Leute das begleiten können und vielleicht auch sich einbringen. Für mich persönlich ist es eine gute Nachbarschaft, wenn man auskommt miteinander, wenn man keinen Krach hat, wenn man miteinander reden kann, wenn man sich Grüezi sagt im Stegenhaus oder auf der Straße, wenn man vielleicht mal zusammen einen Grillplausch macht oder irgendetwas. Oder beispielsweise, wenn man in die Ferien geht, dass jemand für die Wohnung schaut. Und wenn das funktioniert, ist das sicher eine gute Nachbarschaft im engeren Sinn. Im weiteren Sinn ist es so, dass man die Nachbarschaft auch schätzt, wenn man vielleicht einmal in ein anderes Quartier reingeht, wenn man einmal durch die Quartiere durchläuft und schaut, wie die Quartiere sind. Also das Wichtigste ist, es braucht Geduld. Es braucht Geduld auch von Investorenseite, es braucht Geduld von uns, von der Verwaltung und der politischen Seite, wie auch von der Bevölkerung.